Wir sind wieder zurück bei Minecraft Sommerland und wir haben hier ein kleines Problemchen. Und zwar, ihr habt in die Kommentare geschrieben, das Ding hier sieht nicht aus wie eine Taverne und ich muss euch irgendwie recht geben, es sieht in der Tat nicht so wirklich nach Taverne aus. Und jetzt habe ich mir überlegt, ihr hattet in die Kommentare geschrieben oder einer hatte das geschrieben, wenn man hier draußen Lagerhaus machen würde, würde das irgendwie passen, ne? Und das ist gar nicht mal so blöde, denn hier ist es ja dann die Buchtangrenzung, wo es Richtung offenes Meer rausgeht. Und dann würde so ein Lagerhaus hier gar nicht so schlecht sich machen eigentlich. Also so ein, ja weiß ich nicht, wo man seine Schiffe beladen kann oder was auch immer. Ja, und was das hier unten wird, ich weiß nicht. Kann ja trotzdem ein Puff sein oder so. Nee, gucken wir mal. Weiß ich nicht, aber irgendwas halt. Irgendwas anderes als halt eine Taverne, weil es halt echt nicht nach Taverne aussieht. Wobei ich mir echt Mühe gegeben habe. Huch. Wollte ich nicht. So. Ja, dann machen wir da, würde ich sagen, ein Lagerhaus draus. Müssen wir nur mal gucken. Dann müssen wir den Eingang mal ein bisschen anders machen, weil... Huch. Da hat sich meine Framerate gerade verabschiedet. Jetzt muss ich überlegen. Das ist jetzt schon gar nicht mehr so einfach. Auf jeden Fall andere Fenster. Und zwar... Das ging ja nicht, ne? Das hier, das war... Verdammt. Nee, das ging nicht von der Breite her, richtig. Richtig, da war ja was, da war ja was. Warte, so. Wie machen wir das am geschicktesten? Auf jeden Fall braucht dieses Lagerhaus einen Kran. Ein Kran, der quasi das Zeug von den Schiffen hier da so reinlädt. Was ist mit meiner Stimme los? Lädt. Ja, der gute Patrick hat ja leider abgesagt. Der wollte ja leider nicht ins Sommerland mit dazukommen. Aber vielleicht ist er irgendwann mal als Gast mit dabei. Dann kann er uns mit seiner kreativen Ader unterstützen. Wenn dieser Beitrag Ironie war, dann weiß ich nicht. Soll mich der Blitz beim Scheißen treffen. So. Wir waren beim Eingang des Lagerhauses. Ich würde sagen, wir räumen mal die Tür weg und dann brauchen wir eine Treppe. Huch, Treppe so. Das hier geht ja nicht, ne? Nee, das sieht doch kacke aus. Das wollte ich auch gar nicht. Aber das hier... Nee. Wir sind ja keine Lilliputaner. So, warte mal. Vielleicht, wenn man das so macht. So. Sieht's immer noch ziemlich bescheuert aus. Aber vielleicht, wenn man das so macht. Nein. So. Sieht immer noch kacke aus. Sehr gut. So soll's sein. Weil vielleicht, wenn man das hier wegmacht und quasi die direkte Treppe, gar nicht mal so einen Absatz hier. Scheiße. So, sondern hier wirklich so eine direkte Treppe reinballert. Und es hatte ja auch jemand gesagt, wir sollen nur mit Tropenholz bauen. Wie sieht denn das nochmal aus? Ja, die Tropenholzbretter sind halt hässlich. Passen aber eigentlich, ne? Passen eigentlich besser hierhin wie... Diese hier, pass mal auf. Ich glaube, bevor wir uns jetzt an die Taverne wagen, ersetze ich gerade mal das Holz. Ich glaube, das ist, ja, gar nicht mal so schlecht. Sind doch ab und zu mal echt ein paar gute Tipps in den Kommentaren. Soll man nicht meinen. Wird auch viel Bullshit geschrieben, aber so manche Kommentare sind echt hilfreich und da bin ich auch immer wieder dankbar für. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Nein. So. Hilfe. So, hier noch und da noch und hier noch und da noch und hier noch und da noch. Was ja auch immer viele schreiben ist, sie haben keinen Bock irgendwie auf, naja, weiß ich nicht, Together-Aufnahmen und dann irgendwie doch und dann irgendwie doch nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, man kann es halt keinem recht machen, ne? Ich sehe halt immer, dass die Folgen, wo ich alleine spiele, logischerweise mehr geklickt werden. Was natürlich irgendwie Sinn macht, weil, naja, wenn ich jetzt mit dem Sarazar irgendwas baue, dann wird das natürlich erstmal beim Sarazar geguckt und dann bei mir. Oder die Reichweite ist dann halt eben niedriger, ne? Ist ja ganz logisch. Das ist auch in Ordnung so, aber, ja, weiß ich nicht. Ab und zu so eine Together-Aufnahme, wie jetzt mit dem Dennis oder sowas, oder haben wir falsch gebaut? Oh nein. Wie mit dem Dennis jetzt zum Beispiel, das muss schon ab und zu mal sein. Finde ich jetzt.
Muss nicht jeder so sehen, aber ich finde, das sollte schon irgendwie drin sein. So. Dient das als Eingang? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nur, dass wir hier das doch noch verlängern. Und da den Zaun draufsetzen. Hier rum. Und warte mal, den können wir ja sogar da anschließen. Dann wäre das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder warte mal, vielleicht. Vielleicht, wenn wir das so machen, sieht's auch irgendwie merkwürdig aus. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Warte mal. Da brauchen wir wieder Stufen. So. Das sieht auch kacke aus, weil das irgendwie komisch aussieht, aber irgendwie sowas müssen wir halt noch machen. Damit der Übergang halt perfekt ist. Man könnte es natürlich auch so machen, aber das... Verdammt. Naja, wobei. Würde theoretisch gesehen auch funktionieren. Sieht aber immer noch irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht. Irgendwas gefällt mir hier noch nicht. Vielleicht, warte mal. Wir brauchen die Mauer. Nein. Verdammt. Mauer, die macht mich sauer. Meine Stimme haut die ganze Zeit ab, das tut mir sehr leid. Das sieht aber bescheuert aus. Vielleicht dann doch so. Kann ich sein, dass ich jetzt bei dem Eingang hier so lange brauche? Nee, das geht einfach nicht. Das sieht einfach kacke aus. Das ist einfach so. Da überlege ich mir nochmal irgendwas hier für den Eingang. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich mache da jetzt nochmal... Wie haben wir es denn da? Komplett runtergebaut, okay. So, ansonsten lassen wir es erstmal so. Sieht halt, wie gesagt, noch ein bisschen strange aus, aber... Naja. Geht schon irgendwie. Ich baue hier gerade mal die... Dingens. Moment, da muss ich gerade mal schauen, wie sieht denn hier das Tropenholz aus? Wäre vielleicht gescheiter, wenn wir das hier auch verwenden. Weißt du, was ich meine? Wäre vielleicht gescheiter. Einer hat auch in die Kommentare geschrieben, dass ich doch bitte aufpassen soll, dass ich nicht zu mittelalterlich baue, sondern halt eben mehr den Piratencharme mit reinbringe und so weiter und so fort. Ja, das gehört zu meinen Zielen hier bei diesem Projekt. Allerdings ist das nicht immer ganz einfach, weil man halt in Minecraft auch nicht unbedingt so bauen kann, wie man das gerne hätte. Ne? Man muss dann eben immer so kompliziert bauen, dass ich mich da selbst erstmal ein bisschen zurechtfinden muss, aber ich tue mein Bestes und wie gesagt, wenn ihr mir da ein bisschen unter die Arme greift, wenn ihr mir ein bisschen helft, dann ist das eigentlich kein Problem. Und das macht er ja auch. Von daher, schön in Geduld wiegen und mal schauen dann mal, was am Ende bei rauskommt. Verbesserungsvorschläge sind, wie gesagt, immer gerne gesehen. Kritik auch, wie zum Beispiel, dass das Haus da hinten aussieht wie ein einziger Block, das ist vollkommen in Ordnung, da habe ich kein Problem mit. Ist ja auch die Wahrheit irgendwie. Aber halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, Kritik ist gut, Beleidigungen will ich nicht lesen. Sind leider auch immer wieder ziemlich häufig. Natürlich häufen die sich mit jedem Abonnent, der dazukommt. Ist halt auch die Chance größer, dass es dann mal irgendein Fröbel gibt, der einem den Spaß am Spielen nehmen will. Aber den lässt man sich natürlich nicht nehmen. Ich mach mal gerade... wie war das? Set-Time? Time-Set? 1000 hat jemand gesagt, dann ist morgen, ne? Ja, sehr gut. Vielen Dank für den Hinweis an dieser Stelle. Verdammt. Dieser Enderman da hinten, ne? Ist ein richtiger Typ. Ist halt auch ein ziemlich großer Steg jetzt geworden. Ja, gut. Müssen wir mal schauen, ob wir den so groß lassen. Kann man ja, wie gesagt, alles ändern zu jeder Zeit. Das muss ja nicht für ewig bleiben. Ich überlege nur gerade, ob es vielleicht nicht gescheiter wäre, sogar wenn man Mauern nimmt. Haben wir hier jetzt... Ne, die habe ich natürlich nicht mehr im Inventar. Die muss ich wieder neu raussuchen. Und ich merke auch gerade... Ich habe gar keinen Timer eingestellt. Das heißt, ich muss jetzt Pi mal Daumen hier rechnen, wenn die Folge ein bisschen kürzer ist oder ein bisschen, ja, länger eher weniger, aber kürzer halt als sonst. John, entschuldige ich mich an dieser Stelle schon mal. Nee, Stein ist scheiße. Das sind ja, wenn so klapperige alte Holz... Holzzäune.
Weil so viel Geld hatten die Piraten ja auch wieder nicht, auch wenn das hier mit dem Lagerhäuschen ein bisschen anders aussieht. Und ich überlege halt noch, was man noch machen könnte, damit es ein bisschen mehr nach Piraterie aussieht. Hier sowas natürlich, dass es halt so gestützt wird sozusagen. Aber das hat jetzt auch nicht viel mit Piraten zu tun. Naja. Wie würden sowas aussehen? Total beschissen. Naja. Okay, dann kommt man hier rein. So, und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier, wie gesagt, ein bisschen Lagerflair haben. Hier oben, das kann man komplett weglassen, das, wir machen keine zweite Etage drüber. Ich guck da mal, wie wir das Dach bauen. Da bin ich mir nämlich auch noch nicht so sicher. Das heißt, die Treppe hier kann auf jeden Fall weg. Die Treppe nach unten bleibt natürlich. Weil da unten halt ein Vorratskeller dann oder sowas hinkommt. Schauen wir dann mal noch. Aber wie gesagt, das hier können wir dicht machen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und da brauchen wir so viele Fenster nicht. Vielleicht... Hier links und rechts immer ein Fenster und dafür dann halt hier in der Mitte komplett dicht. Ne, wir brauchen, wie gesagt, keine großen Fenster hier. Verdammt. Ich überlege nur gerade, ist das richtig? Ja, doch, ist richtig. Ich überlege nur gerade, ob diese Fenster für ein Lager überhaupt geeignet sind. Oder ob man da nicht noch andere nehmen könnte. Wie sieht es denn hier aus? Man war auch hier, da und da ein Fenster. Huch, das reicht dann vollkommen. Oder? Ja, doch, das ist okay. Gut, hier drüben können wir halt dann nichts hinmachen, außer wir versetzen vielleicht die Treppe in die Mitte. Was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, das mache ich direkt mal. Und zwar geht die dann... Wie rum geht denn die dann? Lass mich mal überlegen. Und lass mich mal überlegen. Aua, ich weiß nicht. Ich glaube, sie geht so runter. Würde irgendwie Sinn machen. Warte mal, wenn das so, dann geht das von hier... Da. Ah, knapp verschätzt. So, und dann hier oben drauf und hier oben drauf und hier oben drauf und... Ich weiß, das sieht scheiße... Oh, kleinen Moment, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Nicht wundern, ich bin gleich wieder zurück im Bild. Moment. I'll be back pretty soon, bitches. So, dann mal kurz hier und dann, war gerade irgendeine Fehlermeldung, ich weiß noch nicht. Warte. So. Nur aber. Gut. Die musste ich mal gerade weglöschen, weil die mir direkt vors... Die hat sich direkt vors Minecraft-Fenster geschoben. Und das ist ein bisschen ungeil. Geil. Das ist ein bisschen ungeil. Ungeil, geil, geil. So. Habe ich wieder eine neue Treppe und die sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus mit diesen Löchern da in der Mitte. Sieht ein bisschen nach Regalen aus, ne? Ich überlege gerade, ob wir das hier vielleicht komplett einmal machen. Hat so ein bisschen Regalmäßiges, ne? Verdammt. Kriegen wir das geschissen? Jau. Gut, sie sieht ein bisschen komisch aus, die Treppe, aber hier hinten kann man ja nochmal so eine... Nee. Ja, sieht ein bisschen strange aus, weil es halt hier hinten so, so flach nach unten geht. Das kann man aber natürlich beheben, indem man dann sagt, hier, pass mal auf... Nein, das ist eher weniger, aber man kann zum Beispiel dann hier so... Das habe ich mir jetzt ein bisschen bei jemandem abgeguckt, der das auch gemacht hat. Ich weiß, das braucht er mir jetzt dann nicht unbedingt nochmal in die Nase schmieren. In die Nase schmieren vor allem. So. Weißt du Bescheid? Und die kann natürlich weg. Huch, da war ich wieder ein bisschen zu schnell unterwegs. So. Okay. Ich glaube, das Fenster, was wir gerade in der Hand hatten... Scheiße. So. Würde sich hier auch ganz gut machen, ne? Warte mal, Glas. Joko und Glas. Na klar. Das ist das gar nicht gewesen, ne? Das ist das gewesen. Ich weiß nicht, ist das... Ist das ein Lagerfenster oder eher nicht? Was haben wir denn noch? Warte mal. Was nimmt man denn? Ja, ich mache einfach mal die hier rein. Und ihr, verdammt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bei welchem Fenster ihr jetzt sagen würdet, jau, das passt, glaube ich, das passt zu einem Lager. Das muss noch weg hier.
So. Jetzt wäre es ganz cool, wenn wir hier noch so einen Zaun drum machen könnten. Jau, sehr gut. So, und hier können wir dann halt auch noch Kisten und sowas verteilen. Ich überlege gerade. Warte mal, es gab doch so Holzbretter, die aussehen wie Kisten. Warte mal. Welche waren das? Diese hier. Ach nee, das ist ein Schwamm. Das ist ein Schwamm, ist gar keine Kiste. Aber hier könnte man die so zum Beispiel hinstellen. Noch so ein paar Lagerkisten. Irgendwie so. Und die könnte man auch unten dann noch verteilen. Das machen wir gerade mal. Ach ja, wir brauchen ja hier auch noch einen Boden. Einen Boden, warte mal. Da gucken wir gerade mal, was wir da haben. Vielleicht Bruchsteinboden. Das sieht kacke aus, weil wir haben überall Bruchstein. Wie sieht denn das aus? Wie sieht es denn aus, wenn man einen Kolben als Boden macht? Nein. Sieht auch irgendwie lustig aus. Aber machen wir jetzt nicht. So. Ja, ich weiß nicht. Warte mal, Stein auf jeden Fall. Dein und dein, du Mutter dein. Enderstein, Steinziegel, Silberfische. Nein, danke. Vielleicht einfach normalen Stein. Stein. Vielleicht einfach hier sowas. Hier. Hm? Weiß ja nicht. Sieht das... Würde eigentlich gehen, ne? Würdest du bitte mal weggehen? Herzlichen Dank, junger Mann. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Freisein. Irgendwas. Keine Ahnung. Weiß auch gar nicht mehr, woher das kommt. Ich kenn's nur irgendwie. Vielen Dabeisein, Freisein. Ist das nicht... Ich glaube, das ist, ne? So Kirmessprüche und so. Seid ihr Kirmestypen? Geh mal bitte weg. Also wir haben hier in Hessen... Haben wir einmal die Kerb. So heißt das Fest, sag ich mal. Und der Umzug dann und sowas. Halt immer so, ja, weiß ich, kennt der Umzug, kennt er bestimmt. Ne, wenn man halt so durch die Straßen läuft und und dann gibt's hier noch das Heinerfest. Das ist, ja, also die haben da so ein paar Karusselle aufgebaut, aber so richtig Kirmes ist das jetzt nicht. Aber so ein bisschen halt. Was haben wir hier noch? Wir haben das Schlossgrabenfest. Das gibt es bei uns auch noch. Das ist eigentlich so das lauteste Fest. Das höre ich zumindest hier immer extremst laut. Das ist, naja. Nicht so geil, aber gut. Muss man halt akzeptieren. Wenn die Leute feiern wollen, dann sollen sie das bitte machen. Ich bin ja für so Dinge überhaupt nicht zu haben. Wie gesagt, so Kirmes, okay, kann man mal machen. Aber so wirklich geil bin ich da jetzt nicht drauf, dass ich sage, oh ja, geil, bald ist wieder Kirmes, da gehe ich hin. Das Einzige, was Kirmes feiert, ist mein Arsch, wenn ich zu viel Apfelsaft trinke in der Natur drüben. Aber sonst bin ich nicht so der Kirmes-Typ. Muss man ja auch nie sein. Aber es gibt Leute, die das gerne machen, also ist das auch vollkommen in Ordnung. So, und hier hinten mache ich Glowstone hin, weil es irgendwie cool aussieht. Weiß auch nicht. Ich mag das irgendwie. So, das gleiche machen wir hier jetzt auch nochmal. Ich weiß, wie gesagt, ich habe mir die Idee mit dem Regal... Alter. Mit dem Regal beim guten Gronkh abgeguckt. Aber ich finde, das ist einfach eine gute Idee. Ne? Und das ist ja jetzt nicht unbedingt klauen oder sowas, sondern das ist halt eben inspirieren lassen. Aber es wird bestimmt den einen oder anderen Pappenheimer geben, der schreibt, Tobi, du hast doch bei Gronkh geklaut. Ich bring deine Familie um. Okay, so krass vielleicht nicht, aber... naja. Wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid. So, und mein Gefühl sagt mir, dass wir gleich von der Zeit her so weit sind, dass ich die Folge beenden muss. Das werde ich auch machen, sobald ich hier die Regale noch angebracht habe. Das machen wir jetzt noch schnell. Würden Sie mal bitte endlich aus dem Weg gehen? Alter, du gehst mir auf den Sack. Toll. Alter Pimmelpeser. Das war falsch. Die müssen da unten dran. So, Alter. Sag mal. So, warte. Hier und da. So. Huch. Meine Damen und Herren.
So, jetzt haben wir hier unten schon mal so ein paar Kisten hingestellt. Hier müssen halt noch ein paar an die Wand und da hinten. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das mit den Fenstern machen. Ansonsten sind hier halt noch so Kisten, die wir da hinstellen oder sowas. Ne, und dann haben wir das, haben wir die Taverne einfach mal zu einem Lagerhaus umgebaut. Hier drüben auf der Seite. Machen wir dann hier auf jeden Fall noch so einen Kran hin, der quasi die Schiffsladung von dort, von dort nach dort transportiert und von dort nach dort. Irgendwie sowas. Das kann man ja oben auf dem Dach eigentlich ganz gut machen. Weil dann gucken müssen, dass wir hier nicht zu hoch sind, dass es irgendwie bescheuert aussieht. Machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Sommerland. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit am Start bist bei unserem Piratenprojekt. Bis dahin.